Hallo, heute haben Bündnis 90 Die Grünen, die FDP-Fraktion und die Fraktion Die Linke Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Am letzten Freitag ging es im Deutschen Bundestag um das Aufheben von Wahlrechtsausschlüssen von Menschen mit Behinderungen bzw. von Menschen, die unter Betreuung stehen. Neben mir steht Friedrich Stretmanns, der Rechtsexperte und Jurist unserer Fraktion. Friedrich, warum war der Gang zum Bundesverfassungsgericht jetzt notwendig? Ja, mit der Entscheidung vom 29. Januar 2019 hat das Verfassungsgericht ja festgestellt, dass die im Bundeswahlgesetz geltenden Wahlrechtsausschlüsse verfassungswidrig sind, nämlich dass ein Wahlrecht auch für Betreute und Behinderte geschaffen werden muss. Wortgleich findet sich dieser Ausschluss aber auch im Europawahlgesetz. Also wenn das eine verfassungswidrig ist, dann kann das andere ja nicht weiter Bestand haben. Und wir haben mit Anträgen, du hast es gesagt, im Bundestag versucht, die Regierungskoalition zu einem vernünftigen Ergebnis zu bringen, nämlich diese Wahlrechtsausschlüsse im Europawahlrecht aufzuheben. Die waren nicht lernfähig. Und wer nicht lernfähig will, der muss auf andere Weise eines Besseren belehrt werden. Was tust du denn? Unser Angebot war ganz klar, wir haben Gesetzentwürfe vorgelegt, die verfassungswidrigen Wahlrechtsausschlüsse aufzuheben. Die Koalitionsfraktionen haben sich dem verwehrt, sie haben es immer wieder von der Tagesordnung genommen. Es gab eine Hinhaltetaktik. Nach unserer Auffassung ist die Europawahl noch erreichbar und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt das letzte Wort. Der Vorteil ist, dass das Verfassungsgericht relativ wenig Arbeit hat, weil es wortgleich ist, können Sie im Grunde Ihre ganzen Erwägungen aus dem anderen Urteil übertragen. Das ist jetzt fast eine kleine Abschreibearbeit. Es ist ein bisschen mehr natürlich dahinter, aber da kann man schon erwarten, dass dann auch eine schnelle Entscheidung möglich ist. In diesem Sinne für die Betroffenen, für ein inklusives Wahlrecht, wir setzen uns ein. Drücken Sie Daumen für einen Erfolg.